Hallo und herzlich willkommen zurück zum neuen Let's Play von mir, und zwar dieses Mal wieder aus der Challenge zusammen mit dem Let's Profi. Achtung, sage ich nur. Servus. Und ja, gut, damit ich vorgewandt habe. Und ja. Ja, Herr Kollege, wie geht's Ihnen? Sehr gut, sehr gut. Wie ist bei Ihnen das Wetter? Erzählen Sie ein bisschen was von Ihnen. Zu heiß. Ist wie heiß? Zu heiß. Ich lebe am Stuhl. Ja, was ist zu lachen? Nix, hab nix gesagt. Nix. Ja, ja. Ich bin gerade fett am Pressen, und du? Am Gold machen. Also nicht am Pressen auf dem Klo, sondern am Pressen. Ah, das wollte jetzt keiner wissen, aber naja. Sag mal nichts dazu. Nur wegen dir. Mann. Irgendwas spackt doch halt schon wieder. Ja, ja. Weil du schon wieder auf dem Server bist, spackt schon wieder. Leute, wir haben eine kleine Regel festgelegt. Das ist ja nur für euch. Das sind uns aktuell auf einer langen Fortbildung. Ich bin aktuell da noch was am Klären. Deswegen dürfen wir jetzt einen Helfer einsetzen, damit wir keinen Nachteil haben. Und wir dürfen tatsächlich dankeshalber die Fahrzeuge vom LU nutzen müssen. Aber natürlich, da wird das aktuell noch ungefähr eine kleine Summe bezahlen. Mhm, das freut mich. Und ja. Jo, erzählen Sie ein bisschen was. Was haben Sie in der Woche gemacht? Was steht noch bei Ihnen an am Wochenende? Wie immer eigentlich. Draußen was schaffen. Man kann es immer nicht so gut voraussagen, weil es ja am Samstag ist. Und tatsächlich weiß ich nicht ganz genau, was wir da machen. Aber wir drehen jetzt mal den Spieß um. Hau mal raus, was machst du am Samstag? Am Wochenende, also morgen werde ich Videos fertig schneiden, weil am Samstag kommt ja die erste Folge, die muss man jetzt gerade aufnehmen. Sonntag halt. Dann werden wir wahrscheinlich irgendwas im Garten noch erledigen und ein bisschen abkühlen, weil bei uns ist es auch so um die 40 Grad am Samstag am Wochenende und ja. Da auch noch mal frei, hast du einen Pool aufgebaut? Was hast du? Ein Pool? Nö. Was, kein Pool? Nö. Schande. Ich kühle mich im Kühlschrank ab. Ich weiß schon, was da drin ist. Was denn? Hätten wir mich ja mal einladen können. Was ist denn da drin? Naja, fängt mit B an. Ein kühles Bier? Hört mit R auch. Ja. Ah, ich konnte gerne Corona kühles so ein Bier. Danke dafür, das war's mit der Freundlichkeit. Ah ja. Corona darfst du ja, na gut, das ist. Kampf-Corona ist ja so eine Sache. Ja, aber wobei man sagen muss, es lockert hier so sehe ich. Eigentlich ganz gut. Weil man braucht irgendwo mal eine gewisse Lockerung, weil irgendwann ist es einfach scheiße und zu eintönig. Vor allem bei der Hitze und einer Maske zu sein, Alter, will ich nicht 8 Stunden oder so auf der Arbeit mit der Maske rumhängen bei der Hitze. Ist so. Herr Kollege, seien Sie so sozial und kann ich bei Ihnen einmal die komische Silo-Bolz ausleihen? So, ein Punkt schon mal. Komisch ist hier schon mal gar nichts. Das ist eine hochqualitative Balze. Die ist von mir handsigniert. Und ja, die darfst du ausleihen. Sag mal, wie lange du die hast. 10 Minuten, Viertelstunde. Ich sag ungefähr. Dir einfach gleich den Preis für dich. Mhm. Finde ich sehr sozial von Ihnen. Wie schaut es jetzt da eigentlich aus mit Ihren komischen Silo, das was einmal von Heu zu Strohpellets oder vom Graspellets? Ich mache doch gar kein Silo mehr, ich mache nur noch Ballen. Mhm. So sind sie eben. Gibt mir den Rücken runter jetzt mittlerweile. Oh oh. Was denn? Nix. Bist du schon wieder irgendwo gegen gefahren, du? Nö. Du bist nicht ehrlich über die Ballen gefahren. Na, bin ich nicht. Sei froh. Dann muss ich auch noch überlegen, was ich mit den Ballen mache. Verkaufen. Ich bin immer noch unsicher. Ja, die finde ich aber auch letztlich. Oder ich schmeiß die einfach alle rein zum Füttern, fertig. Alter, fahr bloß über meinen Käse. Aha, sieht man, er zerlegt zuerst einmal seine Kisserei, aber malt mich an. Ich glaube. Ich hab gar nichts zerlegt, Alter, was willst du? Ich bin gegen Kosten gefahren bei deinem Hof.
wir kein Internet mehr hast. Ich hab Glasfaser, was willst du von mir? Da bin ich drüber gefahren, abgerissen. Nico, ist damit du 60 cm unter der Erde fährst, ich glaube. Na sicher, so schnell wie ich fahre, Alter, sind die 60 cm immer ganz schön erreicht. Oh oh. Was denn? Nix. Ah ja. Hätte ich jetzt auch gedacht. Was ich noch machen? Was ich machen kann ist. Und haben Sie schon die neuen Infos vom LS22 gehört? Nee, das sehe ich nicht. Kommt auch an welche neuen Infos? Die mit der neuen Map und so. Die sind ja schon seit letzter Woche draus, die weiß ich. Tatsächlich. Was sagen Sie dazu? Ja, geil. Das ist doch schöne Sache auf jeden Fall. Wo ist denn? Nehme ich den schon mal zu sehen. Weil ich kann ja jetzt einen Helfer nehmen, das heißt. Ajoi, wo ist denn der Drescher eigentlich? Vom LU? Oben. Wieder auf meinen. Warte mal. Ist die noch voll auf uns? Ah ne, der ist leer, den kannst du nehmen. Sehe ich an. Am besten im Preis. Ist das der auf Feld 41? Richtig. Oh mein Gott, jetzt können wir wieder 30 Kilometer rundum fahren. Schade. Wir hatten den Schwader hier hingestellt, meine Fresse. Eieieiei. Aber, hey Kollege, was ist denn Ihr Plan so jetzt? Das würde ich mir mal interessieren. Was Ihr Plan so gerade ist. Mein Plan? Ja. Und was? Ja, hier. Ob du aktuell einen Plan verfolgst, wie du den Sieg sicher machst. Gerade gar nicht, ja. Keine Ahnung. Ich bin gerade am Überlegen. Kein Plan zum Sieg. Ach du. Ja, dann erzähl. Aha, noch ein bisschen eine Maschine kaufen. Vielleicht noch so irgendwas, ja. Ja, Maschinen kaufen, Maschinen. Aber hast du vielleicht auch einen strategischen Plan? Mhm. Okay. Interessant. Ich will ihn nicht so viel verraten. Was eigentlich mit den Special Cards? Ich glaube, das wird nichts. Warum nicht? Warum nicht? Minion. Hau raus! Der Special Guest hat keine Lust. Okay. So lange keine Lust? Was denn? Nix. Ja. Hä, hey, nein. Wieder. Nix, ich fahr grad mit dem Drescher. Ja, und dabei so schmierig lachen. Ja, ich weiß schon. Hab schon verstanden, was du damit meinst. Mhm. Lachst wieder darüber, was ich sage. Na, aber schon klar. Ja, jetzt geben sie auch Ohr. Und erzählen sie eine Geschichte. Nee, ich hab keine, hey. Erzähl du mal hier. Was soll wissen, ich denn erzählen? Ey Junge, du hast auch ein Leben, du musst uns erzählen, was du im Leben erlebst. Nichts Spannendes. Im Leben erlebst. Doch, hier, jeder hat was Spannendes. Also die Woche ist nichts Spannendes passiert, das ist dir ja schon erzählt. Also lief alles wie immer glatt. Jo. Alles immer perfekt. 100% perfekt lief alles, oder wie? Mhm. Sicher.
Wow, jetzt bin ich wieder ausgetappt. Wow. Das ist ja eigentlich, ob es eine Qualle beim Presse gibt, die gleichzeitig auch wickelt. Nein, es gibt sowas nicht. Es gibt nur für Rundballen die von Kuhn. Aber für Quaderballen kenne ich auf der Welt, ob es sowas gibt. Nein, glaube ich nicht. Also ja, das ich wäre ja mal was, das wäre ja mal was für eine Marke. Die Qualabahnpresse, die gleichzeitig wickelt. Ja, das wäre geil. Das ist ja vom Kunden eigentlich bald genau das gleiche wie bei den Rundballen. Ja, außer damit sie ein bisschen länger sein. Von der Größe her. Helfer ist mit der Arbeit fertig, nie im Leben. Sag ja, lass nie den Chains Helfer arbeiten, weil der macht seine Arbeit nie. Also Meister, ich sag dir jetzt mal eins, das Maisfeld die drüben, das gehört mir nicht. Ich glaube dran, dass das Feld nicht ganz gerade geht. Ja, das ist mit dem Originalhelfer von Giants nicht so geil. Auch nicht geil. Also sag ich nur Curseplay. Curseplay? Curseplay. Curseplay? Alter, du bist so wie ein bekannter eine Freundin von mir. Die regt mich auch so auf. Die sagt nicht Twitch, die sagt Titch. Ey, streamst du heute wieder auf Twitch? Ja, genau das hat sie mich heute Vormittag gefragt. Streamst du heute wieder auf Twitch? Na, auf Twitch. Auf Twitch? Ach, halt die Kappe. Auf Twitch? Auf Twitch. Twitch heißt ja doch nicht Deutsch. Twitch. Oh oh. Was? Nix, da war ein bisschen zu viel Gewicht auf der Vorderachse. Ja, hast du wieder den Zaun mitgenommen, war mir schon klar. Ich hab gar nichts, jetzt lass uns mich in Ruhe. Ja. Yeah. Ich hab nur ein bisschen ihre mobile Käserei mitgenommen. Nur ein bisschen den Zaun. Nein, nur eher mobile Käserei. Meine? Ja, deine. Übrigens, dein Silo-Walze steht wieder am Hof bei dir. Das kostet Geld. Wow. 5 Sekunden ausgeglichen, also ja, das kostet Geld. Ich meine eigentlich, dass du gegen meine mobile Käserei gefahren bist. Da Mr. Lude 2 ist wieder da. Moin, servus. Was? Ach, da bei mir im Stream. Mr. Lude ist auch gar nicht da, ach so. Was geht? Geht. So, dann bitte mal 700 Euro. Ja, bei mir ist alles fit bei dir. Außer da gerade den Gegner fertig machen. 700 Euro bitte. Was? 700? Das Haus bezahlt sich nicht von alleine. Ich überweise da mal 7 Euro, dann passt. Ich spiele gerade nur FIFA. Aha, okay. Viel Spaß noch beim FIFA spielen. Lass mich mitspielen. Hab da 700 überweisen, du Geringverdiener. Sehe ich ja. Ja, aber ich bleib halt da. Ja, Lenny, da. Wie geht's? Wie steht's? Moin. Da. So, der Herr Kollege ist da fertig. Dann gehen wir wieder aufdreschen, würde ich sagen. Aber zuerst müssen wir da den komischen Ladewagen wegstellen. Der ist mein Weg da. Der komische. Warum ist eigentlich alles bei dir komisch? Weil du Hans komisch Boss, bist. Wie geht's? Wie steht's? Moin, Meister. Wie geht's? Gut und dir? Wow. Wow. Was? Nix. Alter, wie er immer nichts sagt. Nichts kann er jetzt sein, sonst willst du ja nicht reden. Ja, sehr leise. Gut und dir? Jo, mir geht's auf deinen Nachbarn. Auch gut. Top, Leute. So soll das sein. Das ist so schönes gemacht. Haut mal raus. Und vor allem, was hast du so schönes gemacht, Jossi? Jo, aber das werde ich da in der nächsten Folge erzählen.
weil wir sind auch schon wieder am Ende dieser Folge. Und jo, wenn es euch gefallen hat, natürlich das Like und ein Abo nicht vergessen, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Schaut gern beim Limelles-Profi vorbei und lasst ein bisschen Liebe da und dann würde ich sagen, bis dahin, macht's gut, ciao, ciao.